ja, hier hinter mir am Hang, da muss er irgendwo wohnen. Da hat er irgendwo seinen Bau. Aber wo genau, wissen wir nicht. Ist auch alles zugewuchert jetzt. Direkt hier bei unserem See. Aber mehr dazu gleich. Nadine hat ihn hier nämlich mal gesehen, als sie in der Hängematte lag. Da ist er genau hinter ihr da längs gelaufen. Ja, die Hühner sind jetzt im Komplett-Lockdown, leider. Geht im Moment nicht anders. Wir hatten sie die ganze Zeit immer nur rausgelassen, wenn wir selber auch draußen sind, sodass wir dachten, dass dann der Fuchs nicht kommt. So kann man sich täuschen. Hallo, liebe Leute. Wie wir im Kaffeekränzchen am letzten Samstag schon durchblicken haben lassen, haben wir im Moment ein bisschen viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Ich bin immer noch dabei, meine Batterietechnik Richtung Strombunker umzuziehen oder gut, die stehen da schon und das Ganze neu aufzubauen mit mehreren Wechselrichtern. Aber das soll heute nicht das Thema sein, hält aber auch richtig auf. Da kommt das Video auch und denke ich mal, ein, zwei Wochen wird das kommen. Und ja, dann sind wir komplett autark hier, was Strom angeht und produzieren alles selber. Hinter mir seht ihr das ganze Holz, das ich aus dem Wald geholt habe. Ich habe ja einiges an Bäumen gefällt da. Das meiste ist auch von der Fläche weg. Einige von den längeren Stämmen liegen da noch. Ja, und ganz bisschen von dem Brennholz. Da muss ich mal sehen. Im Moment hat der Sommer voll zugeschlagen, dass es ein bisschen kühler wird. Mal vielleicht ein bisschen kühleren Tag abwarten. Und dann geht es hier mit dem Johnny wieder los und dem Skogswagen, so sagt man in Schweden, also den Rückewagen. Und dann hole ich den Rest nochmal raus da. Geschreddert habe ich hier schon einiges, aber natürlich noch nicht alles. Ja, ihr müsst euch nicht wundern, warum hier ein Eimer dran hängt. Ich hatte ja die Dichtung hier gewechselt und na, die waren doch noch ein bisschen undicht, aber Gott sei Dank habe ich jetzt 9 Newtonmeter Schlüssel, der auch von, ja, ich glaube 2 Newtonmeter bis 20 Newtonmeter die Schrauben festziehen kann. Und so habe ich die auf 4,5 Newtonmeter angezogen. Mal gucken, ob sie jetzt dicht ist, die Dichtung, die neue, die ich eingebaut habe. Es kam wirklich nur ein ganz bisschen. Ihr seht ja, da ist gar nichts drin. Aber ansonsten macht sich der Trecker echt gut, kann ich nicht meckern. Das Einzige, was demnächst noch mal gemacht werden muss, ist hier bei diesem Lenkarm. Die Buchse, die ist kaputt. Die muss ich noch austauschen. Ja, aber ansonsten seht ihr, ist hier einiges an Holz. Das ist jetzt schon praktisch das für übernächsten Winter. Also hier ist richtig was mitgekommen an Holz. Ich zeige euch gleich noch mal die Vorräte, die wir schon gespalten haben. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema des Videos oder das Kernthema. Wir haben echt ein Problem. Eigentlich wollte ich ja mit dem Holz, also mit den langen Stämmen, die da liegen, irgendwie so eine Art Wintergarten bauen. Ich habe da noch ein paar echt schöne Scheiben und das wollte ich alles rustikal im, ja, Naturholzstil, also mit Rundstämmen bauen.
Aber ich glaube, das muss ich noch ein bisschen verschieben, das Projekt, weil der Hühnerstall ist wichtiger. Der Fuchs läuft hier amok im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir haben das direkt von da hinten gesehen. Aber der ist ja so leise, der Fuchs. Der hat direkt hier im Gebüsch irgendwo gelauert. Der weiß ganz genau mittlerweile, dass mittags die Hühner, wenn wir draußen sind, auch raus dürfen. Tja, und das ist jetzt Huhn Nummer 4 innerhalb von 2 Wochen. Oder kann sein, dass er das erste vor 3 Wochen geholt hat, aber mittlerweile ist es täglich. Gestern hat er das letzte geholt. Also der hat hier richtig eine Fundgrube. Das heißt, unsere Hühner können gar nicht mehr raus, leider. Ja, hier an die Küken ist er Gott sei Dank noch nicht rangegangen. Aber ihr seht, hier oben ist auch noch Maschendraht drauf. Ich hoffe nicht, dass er hier irgendwie versucht, von oben drauf zu springen und da einzubrechen, weil hier an der Seite kommt er definitiv nicht durch. Ja, und hier bei der Luke, wo sie nachts reingehen, da wird das auch recht eng haben. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass der nicht durchkommt. Naja gut, bei dem, wie viel Hühner der frisst, könnte er doch ein Problem haben. Ja, ihr müsst euch vorstellen, Nadine ging gerade hier längs und wollte zum Pferdestall. Und dann kam von da der Fuchs, da stand das Huhn und hat das einfach nur durch die Luft gewirbelt und ist sofort damit abgehauen. Nadine hat noch hinterher geschrien. Aber weg war der Fuchs. Ja, ich denke mal, das Holz hier werde ich jetzt noch schnell zersägen. Das kommt einfach noch mit rein. Ich werde so viel wie möglich trocken einlagern. Und diesen Haufen hier auf der Seite werde ich einfach mit einer großen Plan überplanen. Dann ist das auch schon mal trocken. Und dann nach und nach über den Sommer, so wie ich Zeit und Lust habe, spalten. Ich komme sonst einfach nicht dazu, irgendwie eine Sache richtig am Stück durchzuziehen, wenn man immer auf so vielen Baustellen tanzt. Schafft man irgendwie alles nicht so richtig. Ja, und die schönen langen Stämme, da werde ich ja einiges von nehmen müssen, um das neue Hühnergehege schön massiv zu bauen. Ich möchte das mal möglichst sparsam machen, muss sich auch lohnen, wenn man da irgendwie 1000, 2000 Euro ausgibt, dann kann man auch lange Bio-Eier kaufen für. Das muss ja alles irgendwie im Rahmen bleiben, in der Selbstversorgung mit der Eigenproduktion. Das ganze dickere Holz hier ist jetzt schon mal klein gesägt. Das kommt jetzt alles noch rein. Soll heute Gewitter geben noch. Hier ist die Rückseite vom Hühnerstall. Ja, und ihr seht, vielleicht kann man das hier ganz gut sehen, hier ist alles voller so einer großen Fundamentsteine. Das Ganze war nämlich hier mal angebaut und hier irgendwas im Boden reinzukriegen, ist nicht ganz einfach. Ich habe hier schon mal versucht, vor längerer Zeit mit dem Minibagger zu baggern und das ging überhaupt nicht. Hier ist so viel Schutt unter, also Steine, Blechplatten noch, verzinkte, die immer noch nicht weggerostet sind. Ja, und hier an der Seite von der Scheune, da habe ich schon mal so eine Betonfundamentplatte gemacht. Da sollte eigentlich das Sägewerk mal hin, bin aber noch nicht dazu gekommen. Trotzdem würde sich das hier eigentlich ganz gut anbieten, nach hier rauszubauen. Wie ihr sehen könnt, bin ich noch nicht ganz entschlossen, wo nun das Hühnergehege, also Hühnerstall, hin soll. Und der Fuchs, der hat natürlich höchstwahrscheinlich jetzt Junge im Bau und ist deswegen so gefräßig. Aber einen so dreisten Fuchs, der direkt vor ein Huhn klaut, das haben wir beim besten Willen auch noch nicht gehabt. Das ist wirklich extrem. Ja, und schießen möchte ich den jetzt auch nicht. Und die Jahreszeit ist sowieso Schonzeit, gerade wenn der Junge hat. Also das geht gar nicht. Müssen wir halt besser aufpassen. Und die Hühner konnten jetzt 3 Jahre hier frei laufen. Ja, er sitzt da hinten immer irgendwo im Gebüsch drin. Vielleicht ist er jetzt gerade sogar da.
Und von daher denke ich mal, werde ich in den nächsten Tagen hier einen, wahrscheinlich erstmal einen provisorischen Hühnerauslauf wieder bauen. Ich weiß nicht, ich werde es so robust wie möglich machen, nur so, dass der Fuchs halt nicht reinkommt. Aber normalerweise müsste ich hier echt noch ziemliche Erdarbeiten machen, weil das geht hier so ein bisschen runter, aber letzten Endes stört das die Hühner nicht großartig. Nur für den Bau ist es natürlich nicht so toll. Ja, es donnert schon. Aber das haben wir auch abgedeckt hier. Aber von mir aus kann das 2-3 Tage durchregnen. Nach so vielen Wochen Trockenheit endlich mal ordentlich Regen. Das wäre wirklich mal eine echte Erleichterung für Leute mit und ohne Garten. Ja, was habt ihr für Erfahrungen mit Füchsen? Und habt ihr schon alles an Feuerholz drin? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir antworten auch. Interessiert uns auch echt. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch echt gute Tipps. Und so kann man sich dann austauschen. Das ist immer gut. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos haben wollt, dann gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal. Bis nächstes Mal.